Recht herzlich willkommen zur 8. Folge von Planet Nomads. Ja, letztes Mal haben wir einen Test gemacht. Haben versucht, uns umzubringen, hat nicht geklappt. Können wir erstmal alles wegmachen. Ich glaube, wir machen alles wirklich weg hier. Das brauchen wir alles nicht mehr. Warum sollten wir das hier rumliegen haben? Das ist vielleicht nur im Weg beim Laufen oder so. Die ganzen Motoren brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Können wir alles wegmachen. So, dann haben wir hier unser Häuslein. Und da war eben der Buggy, ne? Vielleicht sollten wir mal gerade den Buggy vors Häuslein fahren und gucken, dass wir da eine Garage vielleicht bauen, oder? Das wäre doch was hier. Zup. Oh, falsch. Zup. Nee, warte mal, die Tür lassen wir dann noch frei. Das war falsch rumgelenkt. Und falsch rumgefahren. So würde ich sagen, ne? Jetzt stehen wir. So, dann die 0. Ja. Und hier hingebaut. Ein bisschen immer zurückgehen und dann gucken, dass wir. Oh, da geht's hoch vom Land her. Okay, dann können wir da weitermachen. Da rum. Ja. Ist genug Platz dann da. So. Den und, ja, den machen wir noch. So, das muss klappen hier. Okay, dann müssen wir hier rumlaufen, dass es klappt. Okay, zweite Reihe gelaufen. Einer fehlt. Aber ich bin schon recht zügig gerade, ne? Okay. Das gleiche schon mal hier auch noch, oder? Okay. Da muss noch einer hin und vorne fehlt einer. Okay, das war relativ zügig gemacht, denke ich mal. Das Gezeichen, wie sagt man, das Geschehen, noch Zeichen und Wunder. So, hier geht's Land runter. Ist das passend? Ich glaube ja, oder? Ja, sieht ganz genau aus. Hat geklappt. Auch gut. So, wir könnten da mal ein paar Fenster reinbauen, denke ich mal, ne? Lass uns mal Fenster aussuchen. Wollen wir mal Fenster? Fenster haben wir sowas. Machen wir mal hier auf 4. Vektor 4. Riesengroße Fenster. Ach, das ist ein ganz schickes Fenster, ist das. Das ist unten zum Aufklappen. Ob es dann aufgeht, ist natürlich eine andere Frage, ne? So. Und so. Super. Toll. Ist drin. Passt. Sind die Fenster zu hoch oder geht das so? Hm, kann man schlecht beurteilen jetzt, ne? So, da
Und da, da. Ich glaube, dann können wir hochfliegen, weil das schafft man nicht anders. Und auf jeden Fall noch eine Reihe. Na, das hat nicht geklappt, aber ist auch egal. Ah, Tür aufgegangen, ich habe mich voll erschrocken. Okay. Ah, dieses Gespringe von dem Teil, das ist ja sowas von doof. So, da haben wir eine Reihe fertig. Ja, eigentlich sind die Fenster zu hoch, oder? Auf der anderen Seite, egal. Gucken wir mal rein. Ne, man kann reingucken. Ne, ich glaube, das lassen wir so. Das geht schon so. Aber ja. Ich glaube, wir fliegen mal hoch. Und gucken, dass wir hier nochmal eine Reihe drauf auf jeden Fall machen. Die 0 brauchen wir. Ja, jetzt die Frage, ne, wie viel brauchen wir? Ne, der ist verkehrt. Wenn, dann geht's hier lang. Das Runde ist auch doof, ne? Aber das können wir ja gerade wegmachen. Geht das so? Zurücklaufen. Aber nicht runterfallen, genau. So, da sind wir gut unterwegs. Zum Ende laufen und dann nochmal bauen. Und da auch noch. So, ich glaube, jetzt müssen wir dann doch hier runterspringen. Gucken, was wir hier so fertig kriegen. Geht aber auch. Ah, da ist es jetzt ein bisschen schwach. So, jetzt müssen wir mal gerade einmal einsteigen und gucken, wo wir beim Aussteigen. Ah, jetzt sehe ich das nicht. Ah, ich glaube, wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Reihen drauf, damit wir beim Aussteigen nicht da irgendwie ein Problem kriegen. Fliegen wir mal hier gerade drauf. Also zwei Reihen. Na komm schon, den da hinten noch hin. So sieht's gut aus, oder? Und da. Der weg. So. Okay. Hier. Ah, irgendwo habe ich da jetzt gerade einen falsch hingesetzt, aber ist jetzt auch egal. Noch einen falsch. Und den kriegen wir da gleich schon noch weg.
Gut, und dann einmal E hier. Und ich glaube, das geht, oder? Ja, sieht gut aus. Sollte funktionieren mit dem Dach. So, ein bisschen zurück. Nochmal zurück. Auf der Seite haben wir natürlich kein Fenster reingebaut, fällt mir gerade so ein, aber naja, dann lassen wir das auf der Seite. Einer noch, ne? Dann ist es bündig, ja. Da drei. Ah, super. Nein, jetzt haben wir den im Rad geklaut. Das ist ganz schlecht. Da müssen wir dann gucken, ob wir das wieder hinkriegen, ne? Und jetzt ist das Gras wieder im Weg, ne? Du kannst da nicht sehen, was du baust. Und es wird wieder taghell. So. Ja, ich glaube, dann können wir nochmal B aufrufen und Interieur, war das das? Ne, wo war denn der? Hier, ne? Spezial der. Können wir dann mal gleich hier austauschen. Da raus, da rein. Dann kannst du gucken, ob du den da drunter kriegst. Und das sieht gerade ganz schlecht aus. Da weiß ich gar nicht, wie wir das Auto reparieren können, ne? Ah, warte mal. Wir hatten ja auf 3 diesen Hoover liegen. Kann ja nur so sein dann, ne? 6 ist der Motor. Den kannst du dann da hinstellen mal gerade. Oder hier auch, egal wo der steht. Und Modus wechseln, verbinden, genauso. Und dann können wir doch tatsächlich jetzt hier ein Rad anbauen. Dafür ist das gut. nochmal Modus wechseln. Ne, da. So. Jetzt brauchen wir das Rad nur. Das müssen wir uns noch besorgen. Mobility. Rad. Hier hinten hin. Raus. Die 9 gedrückt. Baumodus an. Die 9 gedrückt. Und dann geguckt, dass man das da irgendwie wieder dran erschraubt. Wunderbar. Und dann können wir das da wegnehmen. Und das auch. Und der Buggy fährt wieder. Bisschen ist das da oben gerade mit dem Licht nicht so toll, ne? Da passt, und wenn ich rübergehe, nicht. Okay, da sind Bugs, die halt da sind, wenn die Sonne aufgeht. Gut. Soweit, so gut. Ja, da muss man dann gucken, dass man das alles fertig baut. Aber irgendwie ist das hier also eine ganz schlechte Lage, das da hinzukriegen, ne? Ja, doof. Ja, okay. Aber wir haben es jetzt erstmal so weit gemacht. Dann würde ich erstmal sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.